Liebe Frau Gerkel, Sie befinden sich ja gerade in Nepal. Wie hat man sich die Situation im Moment vorzustellen? Die Situation in Nepal ist im Moment, ich würde sagen, kritisch, beziehungsweise es bewegt sich auf eine Krise zu. Wir befinden uns jetzt am 13. Tag von einem Generalstreik, der von den von ethnischen Gruppen, die sich zu Parteien geformt haben, im südlichen Tiefland von Nepal sozusagen durchgeführt wird. Die fordern einen unabhängigen Staat, die, oder beziehungsweise sind das eben Abspaltungsbewegungen. Und ja, das beliebte politische Druckmittel ist eben, die Zufahrtswege zur Hauptstadt Kathmandu zu blockieren. Und das heißt, dass in Kathmandu das Benzin knapp wird, die Lebensmittel werden langsam teurer. Die Autofahrer stehen 2, 3 Tage an den Tankstellen an, um an Benzin zu kommen. Es gibt ständig Stromausfälle und so langsam geht eben auch der Diesel für die Generatoren aus. Ja, jetzt ist halt durchhalten die Devise. Die Leute hier, also wir müssen halt einfach schauen, wie lange es noch dauert. Ja, wir sind jetzt schon in der 2. Woche, von daher hoffen eigentlich alle, dass der Generalstreik bald vorbei ist. Ihre So, Organisation, ja. AWO International, arbeitet ja schon seit einigen Jahren in Nepal. Wo liegen denn die Schwerpunkte der jetzigen Arbeit, der derzeitigen Projektarbeit? Ja, AWO International ist seit einigen Jahren in Nepal. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir in der sehr konfliktreichen Zeit hier geblieben sind und weiterhin mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, weil für die Projekte eben so eine gewisse Kontinuität ganz wichtig ist. Im Moment haben wir 2 Partnerorganisationen in Nepal. Die eine Partnerorganisation ist Friends of Sankhu und die zweite Partnerorganisation ist Bahamati. Beide arbeiten im ländlichen Raum. Friends of Sankhu hat den Schwerpunkt Frauen und Sahamati arbeitet im ländlichen Raum mit Jugendlichen. Das sind so die Schwerpunkte unserer Arbeit. Warum sind denn gerade jene Projekte, durch die besonders die Frauen unterstützt werden, so eminent wichtig für die Entwicklung des Landes? Ja, also es hat 2 Aspekte. Einerseits kann man sich relativ sicher sein, dass wenn man die Frauen einbindet, dann auch tatsächlich was ankommt, irgendwie in den Familien, in den Gemeinden. Die Frauen werden sozusagen zu Akteuren eines Entwicklungsprozesses und das funktioniert eigentlich ganz gut über Frauen. Und zweitens, ist es eben auch wichtig, den Status der Frauen zu stärken und das wird dann über diese Projekte gemacht, weil ja, die Frauen leben in einer sehr unterdrückten Situationen, besonders im ländlichen Raum hier in Nepal, sind sie eigentlich nichts weiter als Arbeitskräfte und auch rechtlich die Situation ist schwierig. Und über diese Projekte kann man sozusagen den sozialen Status der Frauen auch stärken, indem sie ja Anerkennung erfahren in ihrer Familie, auf Gemeindeebene, indem sie an Entscheidungen beteiligt werden und ja, das ist eigentlich auch der Fokus unserer Arbeit hier mit der einen Partnerorganisation Friends of Sankhu. Nepal ist ja ein Land mit einer erschreckend hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Ja, das liegt an der extremen Armut. Also wenn Sie sich hier umschauen und teilweise, also wenn Sie in ländliche Gebiete gehen, wo es kein Wasser gibt, es gibt keinen Strom, die Leute leben völlig ungeschützt in Hütten. Die Hygiene ist überhaupt nicht zureichend. Es gibt keine Aufklärung für die Frauen. Es werden viele Kinder geboren. Es gibt halt keine Betreuung vor der Geburt, nachgeburtliche Betreuung. Und so erklären sich halt die hohen Sterblichkeitsraten. Also Armut, würde ich sagen, ist halt der wichtigste Faktor da. Wie Sie ja schon sagten, arbeiten Sie eng mit nepalesischen Partnerorganisationen zusammen. Wie hat man sich denn Ja. diese Arbeitsteilung vorzustellen? Ja, unsere Partnerorganisationen hier in Nepal sind sozusagen die ausführenden Organisationen. Also wir konzipieren Projekte mit unseren Partnern zusammen, in denen sich AWO eben wiederfindet, in denen sich die AWO-Strategie, die AWO-Kompetenzen wiederfindet. Es geht deshalb sehr viel im sozialen Bereich. Es wird viel mit marginalisierten Gruppen, mit so ausgegrenzten Gruppen in der Gesellschaft gemacht. Da kennt man ja auch die AWO-Arbeit in Deutschland. Und die Arbeitsteilung stellt man sich eben so vor, dass wir sozusagen zusammen die Projekte konzipieren, wir darauf achten, dass die Projekte ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wir arbeiten mit Geldern aus dem BMZ
und haben da eben sicherzustellen, dass es alles ordnungsgemäß verausgabt wird. Und die eigentliche Arbeit, die eigentliche Projektarbeit machen unsere Partner hier vor Ort. Die gehen in die Dörfer, die sind anerkannt in den Dörfern. Die haben einen ganz anderen Status natürlich als eine ausländische Organisation. Und sie machen die ganz konkrete Arbeit hier vor Ort. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Wo sehen Sie denn noch dringenden Handlungsbedarf? Also auf welchen Feldern wird sich AWO oder sollte sich die AWO International künftig engagieren? Also Nepal, aus meiner Einschätzung heraus, ist besonders im ländlichen Raum sehr viel Handlungsbedarf. Und die AWO engagiert sich auch weiterhin mit Frauen in Projekten, die Frauen unterstützen. Und in Projekten, die auch einen Fokus auf Jugendliche richten. Da starten wir jetzt gerade ganz neu ein Projekt und da sind wir schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Nepal ist ein sehr junges Land, Jugend ist ein sehr großes Potenzial hier eigentlich und dieses Potenzial sollte man nicht brachliegen lassen. Ja. Super, Frau Gerke, vielen, vielen Dank für das Gespräch.